Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider. Und wir haben ja letztens hier aufgehört, hier beim Schiff. Wo wir jetzt dieses, was haben wir da geholt? Dieses Ding, dieses eine Ding, was wir da holen sollen. Und jetzt geht es wieder zurück. Zum Boot, denn wir wollen hier ja von der Insel. Warte. Okay, dann geht das Fadenkreuz weg. Nein, wir wollen ja hier von der Insel weg und dementsprechend. Dementsprechend wollen wir natürlich unser Boot ready machen. Was da hinten ist, okay. Ich hoffe mal, ich komme da irgendwie hin. So ganz easy. Hier wird auch noch ein Feuer, ne? Genau. Oh. Danke. Was ist? Alex müsste längst zurück sein. Hilfe! Hilfe! Dr. Whitman! Jonah! Hilfe! Wie viele sind es? Ich weiß nicht. Sind sie verletzt? Ich habe keinen gesehen. Ich habe sie wohl verschreckt. Ich bin meilenweit gerannt. Und kaum ins Schwitzen geraten. Bin wohl fitter, als ich dachte. Sie hätten sie ja zu uns führen können. Genauso wie im Palast. Was? So war das nicht, Lara. Sie packten mich, als du Sam geholt hast. Was zur Hölle meint er? Sie sagten, nur dann würden sie dich und die anderen am Leben lassen. Ich wollte dich warnen. Wir haben keine Zeit dafür. Keine Ahnung, was ihr beide für ein Problem habt. Und ehrlich gesagt ist es mir auch völlig egal. Ich wollte sie nur... Hey, noch ein Wort und ich schwöre bei Gott, ihre Zähne machen Bekanntschaft mit meiner Faust. Stopp, stopp, stopp. Wenn wir uns selbst bekämpfen, dann verlieren wir. Stimmt. Und deshalb wird das auch nicht passieren, okay? Ich sehe nach Alex. Wo war das Werkzeug? Im Maschinenraum. Aber er kann auf sich selbst aufpassen, Lara. Schön. Dann sind wir ja bald zurück. Lara, warte. Hier, nimm den Bogen. Ich habe ihn gefunden und für dich aufbewahrt. Der hat Kraft. Ich schätze, der kann alles durchbohren. Danke, Jonah. Compound Bogen. Alles klar, wir haben einen neuen Bogen bekommen, oder im Endeffekt. Achso. Ne, wir haben unseren Bogen einfach nur geupgradet. Naja. Okay, alles klar. So. Was können wir denn jetzt hier machen? Wir haben hier ein Ausrufezeichen, wir können hier einen Punkt investieren. Wo investieren wir den Punkt am besten rein? In hier vielleicht. Es gibt eigentlich nur noch Bereiche, wo ich sagen würde, lohnt sich gar nicht mehr, da noch Punkte zu investieren. Deswegen. Irgendwo rein muss das ja. Weichen Sie leicht gepanzerte Feinde an, dass ich in den Nahkampf um. Ja, warum eigentlich nicht? Machen wir das mal. Und, dass es hier keine Zurücktaste gibt, ist immer noch sehr befremdlich. So, wir können aber hier scheinbar, da es ein Ausrufezeichen gibt. Achso, hier. Achso, da wir jetzt den neuen Bogen haben, haben wir hier auch neue Fähigkeiten.
Napalmfalle auf genannte Feuerfalle setzen beim Einschlag einen großwegigen Feuer. Achso. Noch besseres Feuer. Achso, das bedeutet einfach nur, ich habe hier neue Sachen, aber ich kann mir die nicht kaufen, weil, ne? Weil ich die Mittel nicht habe. Aber es kostet alles eh so 300, ne? Da kann ich eh nix. Ach doch, hier 200 für die Pistole. Mehr Munition, oder? Nee. Präzision. Ja gut, aber Präzision für die wäre ja auch nicht so unbedingt schlecht, ne? So, das machen wir mal. Dann haben wir wieder schön was investiert. So, und das Spiel, ich darf wieder fröhlich speichern. Die Endurance liegt auf der anderen Seite dieser Klippen. Wahrscheinlich kannst du den neuen Bogen auf dem Weg gut brauchen. Vielleicht über die Felsen bei dem Dock. Da hinten. Ja, das ist schon nicht schlecht, so ein neuer Bogen. Das leuchtet hier auf, warum? Achso, ich sehe schon, wo ich lang könnte, oder? Nee. Schießen die Pfeile, Achso, ich kann mit diesem Bogen jetzt auch Seilbrücken bauen. Gegen solche Wände. Muss es nicht nur irgendwie so Stoffrollen sein. Das ist cool. Ja, warum nicht? Ne, Überleben ist irgendwie cool. Ja, das weiß ich doch. Muss ich hin? Da oben muss ich hin. Okay, Reyes. Ich nähere mich der Endurance. Was genau brauchst du? Alex, da bist du. Wir waren schon besorgt. Ich brauche ein Stemmeisen und den Rest meines Werkzeugs. Sonst gibt's keine Reparatur. Okay, wird gemacht. Lara kommt zu dir. Du solltest auf sie warten. Lara? Nein, nein. Ich schaff das. Ich gehe jetzt rein. Ab jetzt. Funkstille. Alex. Was machst du da? Hey? Also hier ist ein Turm. Achso, der Turm, davon geht dann ein Seil darunter. Wäre vielleicht ganz gut, wenn ich da lang gehe, oder? Willst du mich verarschen? Warum kann ich da nicht noch weiter nach oben? Deswegen. Was ist, wenn ich jetzt hier so runter? Hey. Ah, funktioniert. Noch einer guckt vielleicht? Auf Hilfe! Wohl nicht. Hä?
oben. Versucht der da oben mich abzuschießen? Wahrscheinlich ein Fehler, dass ich da einfach so den... Ich muss da irgendwie jetzt hoch. Da kann, zur Leiter komme ich... Alter, zur Leiter komme ich nicht hin. Wie komme ich da rauf? Über die Brücke. Da oben bist du. Explodieren die? Nee. Zack. Und zack. Ich hoffe mal, das waren die einzigen, die hier sind. So, jetzt darf ich die Leiter aber nutzen. Das ist ja nett. Und nochmal I. Kann ich nicht um die Ecke? Ich kann doch um die Ecke springen! Oder nicht? Wieso geht die denn nicht um die Ecke? Das ist bestimmt wie so ein Bug gewesen. Und jetzt, wenn ich einmal sterbe, macht sie das auf einmal. Hundertprozentig. Wo sind die Leichen? Leben die wieder? Nee. Zumindest dadurch kann ich nicht. Also muss ich ja hier ran. Oh, vielleicht? Nee. Die muss doch um die Ecke können. Jetzt geht sie um die Ecke. Warum? Das Wrack erreichen. Da hinten. Wieso ist ein... Achso, jetzt habe ich hier... Dieser Zoom ist so gefährlich. Strecker sagt ihr, dass er nicht überlebt. Kann ich da so rüber springen oder muss ich da nur, ich teste das aus? Es geht. Katalysiert. Geheimes Grab. So, gib mir bitte dein Shit hier noch. Moment. Da kann ich auch noch lang. Also, wo muss ich jetzt lang? Da muss ich lang, aber was ist denn hier drin? Das da. So etwas wurde von Schreibern am chinesischen Kaiserhof benutzt. Eine kleine Gravur deutet darauf hin, dass es Eigentum eines kaiserlichen Botschafters war. Wow. Ich habe wieder ein Collectible gefunden. Nice. So, was ist denn hier? In diesem Grab drin. Ist so voll.
Endeffekt ganz viel so, ne, hier so, oh, einen Teil gefunden. So Sachen sind da halt drin. Blüm. Zum Aufstemmen, was kann ich denn hier aufstemmen? Ja, hier gibt es ja durchaus so ein paar Sachen. Mal sehen, was hier noch so ist. Wahrscheinlich gehe ich einmal in Kreis hier. Optionales Grab. Achso, das überflutete Gewölbe. Ja, hm. Dafür einmal safen. Das war ein Teil der Forschungsanlage. Wurden sie wirklich hergeschickt, um die Stürme zu untersuchen? Der Strom ist noch da. Wie kann das sein? Okay. Ist die Tür unten offen? Nee. Aber das Teil hier kann genutzt werden wahrscheinlich. Es muss ein Weg über dieses Wasser gehen. Ein Weg über das Wasser. So, bin ich schon voll. Und welcher Weg wäre das? Also hier, ach so. Irgendwo kann ich doch bestimmt was. Da hinten? Geht das? Ja, genau! Als ob. Okay, da verrecke ich dann. Nee, ist ein schönes Grab, aber da werde ich mich wahrscheinlich wieder 10.000 Jahre mit aufhalten. Da bin ich immer so der Typ. Da bin ich immer so der Typ für, mache ich gerne sowas, aber, da es sich hier ja um einen, sag ich mal, Let's Play handelt und das sich ziehen kann, würde ich sagen, ne, alles schön und gut, aber wenn ihr das Spiel selber noch nicht gespielt habt, dann dieses Grab, ja, ihr habt die Möglichkeit, es auszuprobieren, wenn ihr es schafft. Und ihr werdet dadurch durch mein Projekt hier nicht gespoilert, wie dieses Grab ist. Wie es funktioniert. Ist ja auch mal was. Denn... Oh, wie komme ich jetzt hier wieder zurück? Achso, rüberspringen kann sie. Denn, ja, wie gesagt, müsst ihr natürlich verstehen, dass ich,
mich da jetzt auch nicht 10.000 Jahre lang aufhalten möchte an einer Stelle. Ja, wo ist denn die? Da drüben, ne? Da muss ich jetzt hin. So, kann ich da jetzt... Ah, oh. Das ist ja, ne? Genial. So, jetzt stehe ich doch hier vorne. Verdammt, das kann ich noch nicht. Wieso kannst du das noch nicht? Wieso? Weshalb? Neue Ausrüstung zum Öffnen benötigt. Du sollst auch das nicht ausrüsten. Du sollst den Kack hier ranbinden. Du sollst den Kack auch nicht hier, ne? Wieso macht ihr das nicht? Du sollst das da ranbinden, damit ich darüber sliden kann. Oder muss ich da runter? Das ist aber sehr tief. Da wird sich, glaube ich, verrecken. Ja, hier, hier. Binde das doch an diesen Holzpfahl. Verdammt, das kann ich noch nicht. Wie soll man denn sonst darüber kommen, wenn die hier verdammt nochmal so dumm ist und das da nicht ranbindet? Oder muss ich da wirklich runterspringen? Aber das sieht so hoch aus. Oh, jetzt. Nicht daran hängen. Oder muss ich irgendwo anders das reinschießen, aber wo? Ach, Moment, es gibt ja... Ah, ja, richtig. Ich kann ja hier, ne? Ja, gut. Damit binden. Ja, gut, dann... Oh. Okay, alles klar, man sollte natürlich auch das Seil dann treffen. Verdammt. Daran muss ich mich noch gewöhnen, dass man ja jetzt auch an diesen Wänden das reinschießen kann. Bestimmen. Ich fürchte, dass ich es sein werde. Ich bin jetzt ihr Liebling. Sie verhätschelt mich, nennt mich ihre erste Tochter. Sie hält mich stets bei sich wie eine Puppe, kämmt mein Haar, zieht mir ihre Lieblingskleider an. Das beunruhigt mich kolossal. Aber noch schlimmer ist ihr Blick, der fortwährend auf mir ruht, als ob sie ihr eigenes Spiegelbild betrachtet. Das klingt ja ziemlich creepy. So. Geht das denn jetzt? Ich muss etwas Stärkeres finden. Dann nicht. Die Endurance. Sie schlachten sie aus. Aber nicht ohne mich. So, hier haben wir ein Lager. Wir haben hier 190 solche Dinger. Reicht halt nicht für irgendwas, deswegen nehme ich hier wieder weg. Sehe ich doch wieder so ein Nupsi. Hä? Achso. Blum.
Ist voll gefährlich. Nee, man kann da nicht einfach so hoch, aber man kann hier so, ne? Ja. Voll gefährlich. Der bricht bestimmt gleich noch so eine Ruhe ab oder so. Dann voll Panik. Aber nee. Ist das eine Kanone? Ja, aber die sieht kaputt aus. Dieser Sound. Spannung, gleich kommen wieder Menschen, die Russen. Oh, kommen wir wirklich. Ach so, die schießen gerade sich selber ab, weil, ne? Aber wir nutzen die Ablenkung. Kacke! Intruder Alert! Mist. Okay, alles klar. Man sollte vielleicht ein bisschen schneller machen. Da hinten! Mist! Okay, vielleicht sollte ich dann erstmal noch die anderen Leute ausschalten. Aber das war schon, ich sag mal, voll sneaky. Aber ich muss aufpassen, weil da sind nämlich noch ein paar mehr Leute. Nicht nur einer. Und